Ja, also ganz wichtig ist erstmal, ich würde euch gerne mal erden. Und zwar 1989 hat sich das Volk, das ostdeutsche Volk, einer viel größeren Situation gegenüber gesehen. Und zwar wurde den Teilnehmern von Demonstrationen damals selbst öffentlich in der Zeitung und in den Fernsehnachrichten angedroht, dass man, wenn man auf so einer Demo teilnimmt, es auch sein kann, dass dort Schusswaffen zum Gebrauch kommen und dass diese Aufstände auch zur Not blutig niedergeschlagen sind. Und da muss ich jetzt mal dazu sagen, das haben wir schon geschafft und da werden wir dieses Kasperle-Theater mit diesen Masken kriegen wir auch noch irgendwie über die Bühne. Nils, die aktuellen Projekte. Wir haben jetzt nahezu fast jede Woche eine größere Demo in Deutschland und viele, viele kleine. Was ist denn dein nächstes Projekt? Ich habe da was Leuten hören. Irgendwie so 7.1. Juni ist mit der Drüben, das erfassen wir. Quatsch, 7.11. 7.11. Ja, also es ist so, ich habe von einer guten Freundin, oder bei uns im Orga-Team ist der Pfarrer, der 1989 die Friedensgebete gemacht hat, der sich bei uns die ganze Zeit mit einsetzt. Und von denen habe ich ein ganz tolles Buch bekommen, das heißt Demontagebuch, da geht es um 1989. Und das habe ich im März das erste Mal aufgeschlagen und ich war beeindruckt von diesen vielen tollen Bildern, die da drin waren und von diesen gut dokumentierten Sachen. Und ich habe festgestellt, bei uns ist die Leipziger Volkszeitung, die auch permanent negative Schlagzeilen über uns bringt. Und der Tenor in den Zeitungen, der war 89 der gleiche wie jetzt. Und was ich auch nicht wusste, das war für mich neu, selbst eine Antifa hat es 1989 schon gegeben. Und die war damals auch auf der Seite des Staates. War die auch alle 18? Das kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist es so, um mich zu erden und damit es mir wirklich gut geht und ja, einfach auch, um mich zu inspirieren, lese ich unheimlich viel in diesem Buch und unheimlich gern. Und immer wenn ich die Bilder sehe und dort drin lese, kriege ich Gänsehaut, weil ich irgendwie das Gefühl habe, seit März, wir bewegen uns wirklich langsam in diese Richtung. Ja, also ich bin nicht der Meinung, dass hier überhaupt nichts passiert. Im ganzen Gegenteil. Ich bin also der Meinung, dass wir wirklich auf die Straße gehen müssen und wirklich Gesicht zeigen müssen. Denn alles andere wird ja schlichtweg ignoriert. Also selbst wenn ich jetzt Bundestagspolitiker bin, kann ich nichts ausrichten, wenn ich nicht die genügend Prozente habe. Das frustriert mich schon sehr. Aber was mich wirklich nicht frustriert, ist, wenn wir in großen Menschenmassen auf die Straße gehen. Und so ist es auch gewesen am 6.11.1989, das war damals ein Montag. Und da stand in der Leipziger Volkszeitung, die hat dann zu dem Zeitpunkt schon so einen leichten Wendehals bekommen. Und ja, begann dann schon richtig zu schreiben. Und ich schrieb, auch am Montag, den 6.11., war das Leipziger Stadtzentrum wieder Schauplatz einer Massendemonstration, der wohl machtvollsten bisher, an der trotz Dauerregen mehrere hunderttausend Menschen teilnahmen. Wenige Wochen später war das SED-Regime Geschichte. Und jetzt mal hier an dem Punkt, das konnte sich zu der Zeit dort noch niemand vorstellen. Also da waren wirklich viele, viele Menschen auf der Straße und niemand hat damit gerechnet, dass man dieses Regime tatsächlich stürzen kann. Und ihr habt alle kein Facebook. Ja, das kommt noch dazu. Genau. Und dann steht hier weiter, nur der Entschlossenheit und dem Mut der Bürger der DDR ist dieser Sieg zu verdanken. Also wer hat es am Ende gerichtet? Die Bürger. Und genauso werden wir das jetzt auch tun. Und dann steht hier weiter, Bürger, die nur wenige Wochen vorher den Entschluss gefasst haben, für Mitbestimmung und ein Ende der SED zu demonstrieren. Und jetzt, das wissen viele nicht, möchte ich dazu sagen, der Christoph, der Pfarrer, der bei uns in dem Orga-Team ist, der hat mir dann gesagt, Nils, bleib mal ganz ruhig, also 89 ging das überhaupt nicht so schnell, es war überhaupt nicht innerhalb von einem halben Jahr erledigt, sondern die ersten Bewegungen in diese Richtung begannen, also die ersten Friedensgebete in den Kirchen, die fingen schon 1982 an. Und da habe ich gesagt, oh mein Gott, das waren 7 Jahre, die gebraucht haben. Aber
und das ist die gute Nachricht, ich habe also auch gedacht, okay, wir brauchen vielleicht 7 Jahre, bis wir mal 70 oder 100.000 Menschen auf die Straße bekommen. Und hier ging das jetzt viel schneller und das macht mir doch sehr Mut. Und genau deswegen haben wir für den 7.11., das ist ein Samstag, in Leipzig eine große Demonstration geplant. Und mein Herzenswunsch ist, dass ganz Deutschland an diesem Tag nach Leipzig fährt. Und die Stadt überflutet. Die Stadt überflutet. Als Generalprobe für Silvester in Berlin. Nein, wisst ihr, es ist doch einfach so, wenn man in die Geschichtsbücher schaut und wenn man diese volle Stadt sieht in Leipzig oder diese Bilder und das, was dort passiert ist, ich glaube, das ist ein großes Zeichen an die Leute, die jetzt noch schlafen, wenn wir dort genau die gleichen Bilder 31 Jahre später wieder erzeugen, wieder mit Kerzen in der Hand die ganze Stadt fluten, und das können wir. Wir sind unheimlich viele in Deutschland. Wir sind nicht nur ein paar Menschen. Ja? Wir werden diese Stadt fluten. Und jetzt gleich mein nächster Gedanke. Die Organisatoren haben uns gefragt, was sie dafür tun können, um das zu unterstützen. Also mein erster Gedanke war, macht am 7.11. einfach keine Demo und sagt, nein, wir sind am 7.11. in Leipzig. Fertig, aus, Ende. Bringen wir den Freiheitsgedanken von Berlin nach Leipzig. Am 7. November. So, war's das? Jetzt habe ich noch eine Eselsbrücke. Und zwar soll ich noch mal kurz jemanden auf die Bühne holen. Wir haben nämlich auch Mitteldeutschland vernetzt, um noch größere Demos zu machen. Und sein Name trägt schon die Liebe in sich. Er heißt Olaf. Olaf, kommst du bitte hoch? Du kannst es besser erklären, worum es geht. Ja, tolle Eselsbrücke. Ja, er hat jetzt gerade Leipzig am 7.11. angekündigt. Nächstes Wochenende geht es aber schon weiter in Magdeburg. Ist ein bisschen näher. Magdeburg, 15.30 Uhr am Alten Markt. Mitteldeutschland steht auf und bewegt sich, ist das Motto. Und da sind ganz viele, meistens ostdeutsche Städte im Moment noch, die sich da vereinigt haben, von ganz vielen Städten, meistens aber wirklich südlich von Berlin, die sich da irgendwie zusammengeschlossen haben und schon ein paar Monate was zusammen machen. Leipzig ist natürlich auch dabei und davon kannst du jetzt natürlich ein bisschen mehr was sagen, wer vielleicht alles noch dabei ist. Aber auf jeden Fall nächstes Wochenende, Samstag, 17. 15.30 Uhr, Alter Markt, Magdeburg. Genau. Hannover ist auch dabei, ich genau. Weiß. Also das war jetzt ein bisschen untertrieben, dass da nur ostdeutsche Städte sind. Es wird sich ganz Norddeutschland anschließen. Also angefangen von Rostock, Hamburg, Hannover, Städte aus Niedersachsen, Dortmund. Okay, das war eine Zusage. Genau, also es sind noch viele, viele andere Städte mit dabei, die das unterstützen wollen. Genau. Also kommt am 7.11. nach Leipzig, es werden wieder Busse hinfahren. Ich verlasse mich darauf, dass ihr da seid, dass ihr das teilt, dass ihr das mit euren Mitmenschen besprecht. 89 brauchten wir dafür übrigens keinen Telegram-Kanal. Da wurde das alles von Mund zu Mund übertragen. Und ich denke, das ist auch die beste Version, also... Sagt es den Leuten ins Gesicht, auf nach Leipzig, 7.11. Dankeschön, tschüss.